Wo ist er, der Great Pacific Garbage Patch, der riesige, große pazifische Ozeanmüllstrudel, der irgendwo in dieser Region sein soll? Plastik, das ist das Thema meines heutigen Videos. Und ja, da gibt es ein Riesenthema. Wir werden uns dem von mehreren Seiten nähern. Plastik in der Umwelt, im Ozean, Plastik, Chemikalien in unserem Blut, Hormone und so weiter. Hallo liebe Menschen, das ist der Triaterra Videoblog. Hier geht es um EM, effektive Mikroorganismen, um Terra Preta Produkte und um Themen zur Begrünung der Erde. Und heute um ein, ja, eher ein Begrünungsthema der Erde, was allerdings auch Berührungspunkte mit EM hat. Und zwar um Kunststoff. Und Kunststoff hat eine schlechte Presse, obwohl es uns überall jeden Tag unendlich begleitet, hat es eine sehr schlechte Presse zurzeit. Es ist giftig, es verschmutzt die Umwelt, es landet in den Ozeanen, süße Schildkröten ersticken daran. Ja, das ist diese große Problematik Kunststoff. Und wahrscheinlich werde ich es in zwei Teilen machen, mal gucken, ob es mir gelingt. Und zwar ein Teil, der die Umweltbelastung dieser, des Kunststoffs, des Plastiks bespricht, und ein anderer Teil, der vielleicht eher die menschliche Belastung, menschliche Vergiftung dadurch bespricht. Es hängt beides zusammen, aber das sind so zwei Themen, die man so ein bisschen unterscheiden kann. Es ist ein riesiges Thema und ich habe definitiv, ich habe wochenlang mehr oder weniger daran gearbeitet, das versucht zu verstehen, die Chemie dahinter, die Problematik, das ist mir nicht komplett gelungen. Definitiv werde ich hier ein paar vielleicht Flüchtigkeitsfehler drin haben, wenn ein Chemiker da draußen ist, der sagt, nein, so ist das aber gar nicht, bitte korrigieren Sie mich. Ich denke mal, die wesentlichen Punkte werde ich richtig haben und vor allen Dingen die Frage, wie lösen wir denn diesen riesen Problemkomplex? Fangen wir an. Kunststoff, ich bin ein Fan. Das hier sind zwei Sachen, die wir zum Beispiel auch im eigenen Shop verkaufen. Unser Triateraktiv und auch Triatera Honig verkaufen wir in PE-Polyethylen-Kunststoffflaschen. Und das heißt, die Dinger sind nahezu unkaputtbar. Leider haben wir zurzeit ein bisschen Probleme mit der letzten Flaschenlieferung, dass die da mitunter ein bisschen undicht am Deckel ist. Aber im Normalfall Kunststoffflaschen unkaputtbar, tatsächlich eine unserer Qualitätsprüfungen, wir springen drauf rum, in offener gefüllten Flasche. Also bei sehr geringem Gewicht, das Ding wiegt hier 45 Gramm und unkaputtbar kann man quasi ohne großartiges Verpackungsmaterial, kann man das in Karton machen und losschicken, nicht irgendwie bei einer Glasflasche oder Glasbehältern, wo man dann alles mögliche rumverpacken muss. Mit doppelt und dreifach Kunststoff noch drumherum an Verpackungsmaterial oder an extrem dicker Pappe, die mehrfach gefedert sein muss. Also da reicht doppelt gewellt gar nicht aus. Also von daher, Kunststoff hat für mich, also auf jeden Fall auch für die Firma, ganz, ganz wichtigen Platz. Es gibt auch keine Firma, die mir bekannt ist, außer ein paar extrem teure Gesundheitsprodukte. Keine Firma, die EM herstellt, die EM nicht in Kunststoffflaschen abfüllt und in Kunststoffflaschen verkauft und versendet, weil Glas einfach viele Nachteile hat. Erster Nachteil wäre, das fängt auch mal wieder an zu leben und Gas zu produzieren und macht Druck, und eine Glasflasche kann einem dann tatsächlich um die Ohren fliegen und explodieren, während eine Kunststoffflasche sich aufbläht wie ein Ballon, eventuell undicht wird und ein bisschen rausleckt. Glas, viel, viel schwerer, viel, viel teurer. Der Versand wäre eine Katastrophe oder ist dann eine Katastrophe. Und wenn es dann die Frage des sauberen Kunststoffs oder nicht, die Frage, ich habe mich für Polyethylenflaschen entschieden, PE-Flaschen, weil das meiner Recherche nach der sauberste Kunststoff ist, den es so auf dem Markt gibt. Und der wird von nichts angegriffen, von Säuren, von Basen, Lösungsmitteln, nichts greift diesen Polyethylenkunststoff an. Deswegen kann man die aggressivsten Reinigungsmittel und Chemikalien in so einen Polyethylenflaschen aufbewahren. Da gast nichts aus, da sind keine Weichmacher drin, das ist
reines Polyethylen, reines Ethylen verkettet. Und Polyethylen ist tatsächlich ein recht günstiger und weit verbreiteter Kunststoff. Und eine zweite Sache, die wir zum Beispiel aus Kunststoff haben, sind unsere Toiletteneimer. Das ist auch Polyethylen, aber gar kein normales Polyethylen, sondern Sie sehen schon hier die graue Farbe. Normalerweise wäre das auch so ein milchiges Weiß wie bei den Flaschen. Aber hier haben wir eine graue Farbe im Kunststoff und der Grund ist, dass wir hier extra noch EM-Keramikpulver reingemacht haben. Das erkläre ich später noch, was das vielleicht eine ganz gute Idee ist. Also man kann Kunststoff auch mit allen möglichen Sachen mischen. Aber selbst hier bei einem Eimer, dem Eimerdeckel, dem Griff ist Kunststoff also im Grunde unersetzbar. Was wollen Sie stattdessen nehmen? Ein Holzeimer? Okay, den benutzen Sie 20 Mal und dann ist der hinüber. Den Kunststoffeimer benutzen Sie 100 oder 1000 Mal. Dann, was wäre eine Variante? Keramik geht so leicht kaputt, ist poröser, ist schwieriger zu reinigen. Ja, und das Gewicht wieder und die Handhabbarkeit. Also Stahl zum Beispiel wäre noch vielleicht eine Alternative. Auch wiederum viel, viel schwerer, viel, viel energieaufwendiger, viel, viel, viel teurer. Könnte für einige Sachen aber durchaus eine Alternative sein. Hat aber auch elektrisch andere Eigenschaften, die ein bisschen schwierig sind. Im Grunde ist Kunststoff in der modernen Welt als Verpackungsmaterial, als Flasche, als Eimer, sei das halbe Auto besteht heute aus Kunststoff, die halben Flugzeuge auch schon. Der Trabi, das alte DDR-Auto, war ja tatsächlich noch zu mehr als zur Hälfte aus Kunststoff. Da gab es nur noch einen Stahlrahmen, so ein bisschen, also ein Stahlgerüst und dazwischen mehr oder weniger Papp-Kunststoff. Konglomerate, die dann da da wo heute Blech ist, das ausmachen. Also, und das immer mehr Stoßstangen und so weiter werden heute aus Kunststoff hergestellt. Also wir sehen, es ist billig, es ist haltbar, es ist auf ganz viele verschiedene Formen anpassbar an eine bestimmte Aufgabe. Von daher ist Kunststoff aus der modernen Welt, also ja, da können wir auch zurück in die Höhlen ziehen, wenn wir sagen, jetzt darf man keinen Kunststoff mehr benutzen. Also der Weg lautet natürlich nicht kein Kunststoff, sondern den richtigen Kunststoff. Welcher Kunststoff ist denn die richtige Variante? Welcher vergiftet uns nicht und welcher landet nicht im Ozean? Okay, vielleicht nochmal erstmal kurz zu den Problemen. Also Kunststoff ist meiner Ansicht nach unersetzbar in ganz, ganz vielen Anwendungsbereichen. Und da jetzt ein Wolkenkuckucksheim aufzumachen und sagen, wir müssen das alles mit Glascontainern und Keramik und Stahl hat ja auch seine Nachteile ersetzen, das ist albern. Es geht an der Realität vorbei, das kann man sich in einem utopischen Science-Fiction-Buch zurechtschreiben, aber in unserer Realität müssen wir mit diesem Stoff klarkommen, umgehen und die Probleme, die mit ihm im Zusammenhang sind, lösen. Und zwei große Problembereiche kann man da identifizieren. Erstens Plastikmüll in den Ozeanen. Da gibt es den Great Pacific Garbage Patch, der ist berühmt geworden. Ist auf der Nordhalbkugel ungefähr in diesem Bereich. Also der zieht sich ewig weit. Man sagt, er ist zweimal so groß wie Texas, viermal so groß wie Deutschland. Schwimmen ja hunderttausende Tonnen Kunststoffabfälle im Ozean, allerdings so verteilt, dass man die jetzt nicht unbedingt wahrnimmt, wenn man da durchfährt. Es gibt ein paar Regionen, wo das dann noch dichter ist, aber im Wesentlichen schwimmen eben pro Kubikmeter da so ein paar Teile Kunststoff, wo normalerweise nichts ist, wo es sehr, 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 sehr leer ist im Ozean. Okay, 8 Millionen Tonnen jährlich ist Stand 2010 von der Studie. 8 Millionen Tonnen jährlich Plastikmüll landet in den Ozean. 8 Millionen Tonnen jährlich. Produziert werden übrigens viel, viel mehr. Allein von Styrol hatte ich die Zahl 50 Millionen Tonnen pro Jahr, also woraus Polystyrol hergestellt wird.
dieser Dämmstoff zum Beispiel, 50 Millionen Tonnen davon alleine werden auf der Welt hergestellt. Und das ist noch nicht der wichtigste Kunststoff. Da gibt es noch mit Polyethylen und PVC und so gibt es noch weitaus wichtigere Kunststoffe. Also wir reden hier von vielen 100 Millionen Tonnen Jahresproduktion. 8 Millionen Tonnen davon landen im Ozean. Okay. Und da dann gibt es dann so schöne Lösungsansätze wie in Deutschland. Wir verbieten die Kunststoff, wir verbieten die Plastiktüten und wir alle müssen Papier und Körbe und Baumwolltüten, Baumwolltaschen benutzen und dann haben wir dem Problem schon mal ein Stück weit begegnet und haben etwas geschafft und können uns auf die Schulter klopfen. Das ist so wahnsinnig absurd. Da fehlen mir die Worte. Also zunächst mal erste Frage, woher kommt der Kunststoff in den Ozean? Der kommt nicht aus Deutschland, der kommt nicht aus Europa, auch nicht aus Dänemark, wo sie gerade so ein Gesetz erlassen haben mit den Tüten. Der kommt aus den Entwicklungsländern, aus den ärmeren Ländern, da wo sie keine ordentliche Müllabfuhr haben, da wo tatsächlich Müll in den Flüssen landet. In Deutschland schmeißt keiner Müll in die Elbe, in Deutschland schmeißt keiner Fluss in die Müll in die Ozeane. Wer das macht, macht es nicht oft, weil die Strafen, die da und bis hin zu Gefängnisstrafen und so, die einem da drohen, die sind so gewaltig, dass man das nicht zu einer Daueraufgabe machen wird, da irgendwie Müll irgendwo wegzuschmeißen. Also praktisch keine Plastiktüte aus Deutschland landet im Ozean. Kein Plastik aus Deutschland landet im Ozean. Was wir hier tun mit unserem Kunststoff, ob wir den jetzt verbieten oder ob Sie in der Küche weniger Kunststoff verwenden, hat für den Plastik im Ozean null Effekt. Und es ist relativ typisch für unsere moderne Zeit, dass es nicht mehr darum geht, Probleme ernsthaft zu besprechen, zu verstehen und zu lösen, sondern es geht nur noch darum, oh, wir können eine Emotion aufbauen, wir können die Leute auf die Palme bringen, dann bieten wir denen eine Scheinlösung an, mit schönem Design und Marketing und wir müssen Bewusstsein steigern und denkt denn keiner an die Kinder und dann machen wir irgendeine absurde Scheinlösung und haben viel Geld und Energie dabei verbrannt, aber sind einer Lösung der echten Probleme nicht nahegekommen. Der Kunststoff in den Ozeanen, da gab es jetzt gerade eine Studie, die dazu veröffentlicht wurde, die auch durch die Presse gegangen ist, kommt zu 90% aus den Flüssen. Und zwar dabei wiederum zu über 90% aus den 10 großen Flüssen in Asien und Afrika. Und zwar, wo haben wir es? Hier. 90% des Mülls in den Ozean kommt aus 10 Flüssen. Aus dem Yangtze. Dann haben wir hier schon mal eine Weltkarte, dann gucken wir uns das an. Yangtze. Da wo sie Yangtze, da wo sie den großen drei Schluchtenstaudamm gebaut haben. Riesending. Daran liegen mehrere Riesenstädte in China. Eines der dicht besiedelten Gebiete der Erde, die jetzt eine stürmische wirtschaftliche Entwicklung durchgemacht haben und offensichtlich es noch nicht geschafft haben, ordentliche Müllabfuhr da in ausreichender Konsequenz zu realisieren. Sprich, Yangtze alleine 1,5 Millionen Tonnen. 1,5 Millionen Tonnen gehen über diesen Fluss, der dann auch durch Shanghai fließt, ins Meer. Das heißt, die zig Millionen, hunderte Millionen Anwohner, die in dieser Region leben, Industriebetriebe und sonst was, die schmeißen ihren Müll in den Fluss und lassen ihn wegtragen. Dadurch landet der Müll in den Ozean. Das heißt, an diesen Küsten hier haben wir extreme Verunreinigungen an den chinesischen Küsten. Aber vieles davon wird eben auch weiter in den Ozean getragen und dort schwimmt dort für sehr, sehr lange Zeit. Nicht für ewig, gar nicht mal so lange. Vieles sinkt ab nach einer Weile. Vieles zerfällt recht schnell, weil unter Licht und Wasser
Temperatur, Salz, das ist doch eine recht korrosive Umgebung. Die Behauptung, dass da Kunststoffteile Jahrhunderte drin treiben würden, ist also bei sehr, sehr speziellen Kunststoffen mag das mal der Fall sein. Der Großteil der Kunststoffe wird sich dort relativ schnell zerkleinern und wird dort relativ schnell entweder zu Boden sinken oder tatsächlich abgebaut, biologisch abgebaut. Auch das, da kommen wir noch zu. Was haben wir noch für Flüsse? Der Indus ist der zweite Fluss, der große Verschmutzung verursacht. Und das ist der hier, müsste das sein, der auch durch Pakistan fließt. Pakistan auch was, wie viele Einwohner haben die? 200 Millionen? Nee, noch mehr. Und eine gewisse wirtschaftliche Entwicklung. Dann haben wir den Ganges, jawohl, der durch Kalkutta fließt. Der heilige Fluss Indiens, der gelbe Fluss wieder China, der etwas nördlich hier kommen müsste. Das ist der zweite große Fluss in China. Dann haben wir den Hai He. Wo war der? Hai He war, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Dann haben wir Pearl Amur, der ist noch ein bisschen weiter nördlich. Auch in China, dann haben wir den Mekong, Vietnam, Thailand, Kambodscha, die da durchflossen werden. Und dann haben wir Nil und Niger. Diese Flüsse, Nil und Niger, hier haben wir irgendwo den Niger. Der Nil landet hier im Mittelmeer und ansonsten der Niger in Nigeria mündet der in den Atlantik. Also das sind die Hauptquellen für Kunststoff im Ozean. Eine deutsche Plastiktüte landet nicht im Ozean, egal was sie damit machen. Selbst wenn sie es in die Landschaft schmeißen, wird die irgendwann jemand aufsammeln. Im Normalfall, selbst an unserem Treptowsee hier, schmeißen die Leute bedauerlicherweise relativ viel Plaste und Kunststoff und so weiter weg. Aber ein, zweimal im Jahr kommt da eine Reinigungstruppe, macht den wieder sauber und sammelt den gröbsten Dreck da auf. Also sprich, selbst das, was hier in der Umwelt landet, landet nicht im Meer, landet nicht in den Flüssen. Und wir haben in Deutschland eine extrem teure Müllabfuhr. Das heißt, die Müllabfuhr ist gar nicht das Problem, extrem teuren grünen Punkt. Das ist eine Mafia für sich, aber die Kontrolle ist so lückenlos, dass kein Müll in Deutschland einfach so irgendwie im Ozean oder im Fluss landet. So, mit anderen Worten, wenn Sie das Problem lösen wollen, hören Sie auf, die deutsche Hausfrau zu nerven, dass sie doch bitte keine Kunststoffcontainer mehr nehmen soll oder keinen Joghurt mehr in Plastikbechern kaufen soll, sondern der Punkt da anzusetzen ist die Müllabfuhr in den ärmeren Ländern, die Müllbehandlung in den ärmeren Ländern zu ermöglichen. Eine Alternative wäre eventuell, dort an bestimmten Punkten biologisch abbaubaren Kunststoff zu verwenden. Okay, weiter geht's. Was machen wir denn in Deutschland mit dem Kunststoff? Und wir sammeln ihn ja ein über gelbe Säcke, über den grünen Punkt, wo es übrigens geschätzt wird, dass der grüne Punkt dadurch, dass der komplette Müllindustrie drumherum so verfilzt ist und mehr oder weniger korrupt ist, man könnte sagen, Mafia-ähnliche Strukturen aufweist, zahlen wir dafür, dass diese Kunststoffe aus dem grünen Punkt, gelben Sack abgeholt und entsorgt werden, ungefähr das Dreifache, mindestens das Dreifache der tatsächlichen Kosten. Sprich, jedes Mal, wenn Sie einen Joghurtbecher kaufen, wenn Sie eine Tüte kaufen, was auch immer, dann muss der Hersteller dafür 1, 2 Cent, was auch immer, über die entsprechende unglaubliche Verwaltung, die dahinter steht, abführen. Die nimmt er Ihnen natürlich weg. Das wird auf dem Preis mit aufgeschlagen. Es geht ja nicht anders. Und dann müssen Sie ungefähr dreimal so viel zahlen, als wenn alles einfach in den Hausmüll entsorgt werden würde, was die sinnvolle Alternative wäre, der komplette Müll in eine Tonne außer Kunststoff und außer Glas und Papier, ansonsten in eine Tonne und diese Tonne
mit modernen Müllsortierungsanlagen den Müll dort trennen. Und dann haben wir, das ist mehr oder weniger auch das, was bei diesem grünen Punkt Kunststoff rauskommt, das ist ja alles nicht sortenrein getrennt, dann haben wir einen relativ dreckigen, sei es beim grünen Punkt in Gemsack, sei es bei dem Aussortieren von Kunststoffmüll aus dem Restmüll, haben wir einen relativ dreckigen Kunststoff. Da sind Farben dabei, da sind Beschichtungen dabei, da ist ja einfach so ein bisschen Dreck, Sand und sonst was mit dabei. Da ist hunderte, tausende verschiedene Kunststoffarten mit Weichmachern, sei es mal Polyethylen, PVC, also alle möglichen Sorten und Arten von Kunststoff, Farben, Beimengungen und so weiter dabei. Und dann gibt es doch tatsächlich die Idee, daraus sollen wir wieder einen Kunststoff herstellen. Und das ist absurd. Das Beste, was wir daraus herstellen können, sind Parkbänke und Zaunpfähle. Das Zeug ist so, und da müssen sie noch Material zusetzen, weil so einfach geht das nicht. Also man kann das schon irgendwie wieder verflüssigen dann wieder zu irgendwelchen neuen Formen. Also man kann es erstmal zerkleinern, man kann versuchen, es ein bisschen aufzureinigen, man kann es verflüssigen, dann kann man daraus eine neue Form gießen, wie diese Parkbänke. Aber das Zeug ist voll mit Giftstoffen, Weichmacher, Chemikalien, die da die ganze Zeit ausdünsten. Deswegen möchte ich sowas auch nicht in meiner Wohnung haben als irgendein Möbel. Das Zeug wird Ihnen die ganze Zeit Chemikalien ausdünsten, über Jahre und Jahrzehnte. Dann, das heißt, das Zeug ist in dieser typischen gewünschten direkten Recycling, ist das eine Katastrophe von der Giftbelastung für die Umwelt. Und dann ist dieses auch minderwertig, die Plaste. Also man kann die schwer, also die hat nicht die Haltbarkeit gegen Temperatur, gegen Druck. Man muss da eben so eine, man muss dann eben so eine Parkbank mit solchen im Grunde holzbalkendicken Kunststoff da machen, um da eine Festigkeit herzustellen, die dann tatsächlich geeignet ist, irgendeine Aufgabe zu erfüllen. Normalerweise, wenn das aus neuem Kunststoff mit guten Eigenschaften herstellen würde, dann sind das ja so dünne Bretter, die dann auch noch innen hohl sind und so Profil haben. Wenn man das aus Recycling-Kunststoff herstellt, dann machen sie da eine 30-Kilo-Bohle draus, damit das überhaupt funktioniert. Es gab auch Ideen immer mal wieder. Also wenn Sie mehr oder weniger, wenn Sie hören, ein Produkt ist mit recyceltem Kunststoff hergestellt, dann müssen eigentlich, oh, zack, die Warnleuchten angehen. Das möchte ich nicht in Kinderhände haben. Damit möchte ich meine Lebensmittel nicht in Kontakt bringen. Und wahrscheinlich ist das Zeug porös und geht schnell kaputt. Es klingt zwar gut, marketingtechnisch wiederum, ne? Wir haben eine geniale Story, wir können erzählen, jawohl, Kunststoff ist, wir recyceln Kunststoff und das ist gut, aber in der Praxis ist Kunststoffrecycling zu neuem Kunststoff eine alberne Idee. Also, und warum ist es eine alberne Idee? Weil wir immer noch ohne Ende Öl und Kohle verbrennen. Und das jetzt auch nicht irgendwie in den nächsten Jahrzehnten offensichtlich abstellen werden. Andere Länder sowieso nicht. Deutschland tut zwar so mit den Windrädern und den Solarflächen, aber in der Praxis ist ja der CO2-Ausstoß Deutschland durch Verbrennung von Öl, Gas, Kohle nicht zurückgegangen. Und das heißt, wir haben Steinkohlekraftwerke in Deutschland, wir haben Braunkohlekraftwerke in Deutschland, wir haben Zementherstellung, wir haben Stahlöfen, und da werde ich gleich mal erklären, wenn wir sowieso ohne Ende Öl verbrennen an verschiedensten Stellen in der Industrie und zur Energiegewinnung, ja, warum dann nicht auch Kunststoff verbrennen, was im Grunde nichts anderes ist als gefrorenes Öl, das wir in bestimmte Kunststoffverbindungen gegossen haben. Aber im Grunde ist das ja Öl. Das heißt, wenn man daraus keinen ordentlichen Kunststoff herstellen kann, und man kann es nicht ohne, ja, gewaltigen Aufwand, der albern ist, und meistens kommt dabei, oder im Normalfall kommt dabei ein minderwertiges Produkt drauf, es sei denn, man kriegt es auseinander wie in der Raffinerie, aber dann kann man es auch verbrennen.
Mit anderen Worten, das Verbrennen von Kunststoff ist eigentlich die sinnvolle Lösung. Klar, das Zeug ist voller Energie, ist ja Öl im überwiegenden Teil oder Gas, aus Gas hergestellt. Und wir verbrennen sowieso noch jede Menge Öl und Gas, also warum nicht einfach parallel dann entsprechend den Kunststoff, den wir einsammeln, in eleganter Weise mit verbrennen. Und das ist auch das, was typischerweise mit dem Kunststoff passiert. Trotz aller Propaganda hat man es nicht geschafft, irgendwie großartig Kunststoff in Recyclingprodukte unterzubringen, weil das Zeug einfach nicht funktioniert und keiner haben will. Sondern man hat dann so ein paar Sachen definiert, die auch als stoffliche Verwertung bezeichnet wurden. Und das ist eigentlich auch sehr vernünftig gewesen. Kleines Problem dabei, es hat wieder durch dieses Hin- und Herschieben und Gesetze und Lobby ist das natürlich alles wieder relativ teuer geworden für die Verbraucher. Aber man kann zum Beispiel und hat in der Zementindustrie Kunststoff verwendet. Und da kann ich mich an eine Story erinnern. Erstmal an die Tatsache, in Brasilien kostet Zement dreimal so viel wie in Deutschland. Ausgerechnet in Brasilien, wo die das ja herstellen mit dem Aluminium und die Energie haben in großen Kraftwerken und so weiter und selber in Ölfördern des Landes und so. Warum in Gottes Namen sollte Zement da dreimal so teuer sein wie in Deutschland? Und dann hatte ich mal die Aussage gehört über die Zementindustrie, dass die pro Tonne Zement, dann war die Frage, wie viel müsst ihr denn zahlen? Zementherstellung ist sehr, sehr aufwendig, weil man dieses Aluminium da irgendwie reduzieren muss und so. Wo kriegt ihr denn eure Energie her? Wie teuer ist denn Energie pro Tonne Zement? Wie schafft ihr es denn, den Zement in Deutschland 25 Kilo, sagt 2,50 € oder so, zu verkaufen? Wie geht das? Und dann war die Antwort, uns kostet die Energie pro Tonne Zement minus 400 €. Minus 400 €, jawohl. Minus, weil die werden dafür bezahlt. Die nehmen pelletierte Kunststoffabfälle, kriegen da pro Tonne dafür, dass sie das abnehmen, pelletierte Kunststoff- und Restmüllabfälle getrocknet, die gut brennbar sind, die werden von denen für eine Tonne ein paar hundert Euro abgenommen. Mehrere Tonnen davon werden pro Tonne Zement verbraucht, weiß nicht genau wie viel. Das addiert sich auf, das heißt, die machen sogar Geld damit, dass sie Kunststoffabfälle mit in die Zementherstellung verwenden. Zement wird gebraucht in der Bauindustrie und sonst was. Wenn wir die Kunststoffabfälle nicht nehmen würden, würde man dafür Ölprodukte nehmen, Schweröl und andere Sachen, die man da mit rein machen müsste. So können wir das Öl, was wir da ursprünglich mal für die Kunststoffherstellung verwendet haben, können wir das an der Stelle einsparen und das wieder für die Zementherstellung nehmen. Und das in Größenordnung. Da gehen Mengen durch, das können Sie sich nicht vorstellen. Okay, eine zweite Sache wäre Stahlöfen bzw. Hochöfen. Also Eisenherstellung in Hochöfen, da hat man ja dann einen ganz, ganz großen Energiebedarf. Man muss erstmal die Hitze herstellen, ich weiß gar nicht wie viel, über 1000 Grad, 1200 Grad oder 1600 Grad. Auf jeden Fall, und dann muss man das Eisen reduzieren von Eisenoxid zu Eisen. Sprich, da ist ganz, ganz viel Energie nötig und typischerweise wurde das mit Koks gemacht, also aus Steinkohle oder mit Öl. Heutzutage üblicherweise mit Öl, Schweröl-Anteile und so weiter. Und auch da kann man wunderbar Pellets von behandeltem Kunststoff, also von getrockneten und pelletierten Kunststoff nehmen, die man da als Brennstoff mit reinhaut. Also da ein weiterer guter Weg, Ölprodukte zu ersetzen mit Kunststoff und das da rückstandsfrei da mit zu verbrennen. Ansonsten, wenn man schon so einen aufbereiteten Stoff hat, das ist dann heutzutage nach Gesetzgebung nicht erlaubt, aber warum das Zeug nicht einfach mit verbrennen in einem Braunkohlekraftwerk, in einem Steinkohlekraftwerk, die haben etwas höhere Temperaturen. Ist vielleicht ganz gut für den Abbau von allen Chemikalien da drin. Also sprich, wir haben Kraftwerke laufen. Es wäre überhaupt kein Problem, den Kraftwerk, Steinkohlekraftwerk, Braunkohlekraftwerk in Jenschwalde oder was, 1%, also so viel haben wir gar nicht, ne? Aber bis zu 1% vielleicht Kunststoffabfälle, Restmüllabfälle mit unter zu mischen.
Da würden wir entsprechend etwas Kohle sparen, etwas Braunkohleabbau sparen und hätten dieses Problem entsorgt und das sauber verbrannt. Da gibt es ja dann eine ganz aufwendige Abgasbehandlung danach und alles Mögliche. Also sprich, es gibt die energetische Verwertung, das Verbrennen von Kunststoff ist der eleganteste Weg, nur aus ideologischen Gründen, weil wir unbedingt Recycling oben drauf schreiben wollen, tun wir das nicht, obwohl wir immer noch jedes Jahr viele, also eigentlich ungebremst Millionen Tonnen Öl und Kohle und dergleichen verbrennen für unsere Energiegewinnung. Okay, also das wäre eigentlich die Lösung, das wäre auch die Lösung für dann diese Entwicklungsländer, für Entwicklungsländer kann man ja kaum noch sagen, aber für diese Industrieländer, die es offensichtlich noch nicht geschafft haben, eine funktionierende Müllabfuhr zu etablieren, die dann auch ihre Ozeane und Küsten sauber hält, wobei die Chinesen da, man kennt das, wenn die das Problem identifiziert haben, dann gehen die auch los und lösen das Problem innerhalb weniger Jahre. Ich bin sicher, da sind sie jetzt schon kräftig mit dabei, weil die reichen chinesischen Bürger in Shanghai und sonst wo, die haben keinen Bock auf Strände voller Plastikmüll. Das heißt, dort werden mit Sicherheit die Anstrengungen bereits unternommen, das da zu ändern. Vielleicht Länder, die da ein bisschen weniger geradlinig sind, Länder wie Indien, Kambodscha und afrikanische Länder, denen kann man da vielleicht an bestimmten Punkten helfen, die Systeme zu entwickeln, die Müllabfuhr zu entwickeln, die Müllbehandlung zu entwickeln, dass sie da den Kunststoffmüll wieder zurückführen in die energetische Verwertung und nicht in die Ozeane schmeißen müssen. Es wird ein bisschen Geld kosten, aber zum Beispiel kriegt man ja Energie draus und andere Sachen. Also es könnte, wenn man da einmal die Struktur etabliert hat, sogar Arbeitsplätze schaffen und vielleicht nicht über die Kosten sparen, aber zumindest die Kosten nicht wesentlich erhöhen. Was ja bei diesen noch ärmeren Gesellschaften, wie sie heute noch sind, ein wichtiger Punkt ist. Okay, stattdessen gibt es Ocean Cleanup. Haben Sie von Bojan Slat gehört? Bojan Slat, man denkt, das ist ein Künstlername. Aber den gibt es tatsächlich. Bojan Slat ist ein junger Kerl, wie alt ist er jetzt? 24, 23? Und hat schon mehr als 18, 19-Jähriger sich ein Projekt ausgedacht. Und man möchte sagen, wieder mit der modernen Krankheit, ich will das Problem gar nicht richtig lösen, Hauptsache ich schaffe Bewusstsein, Hauptsache ich mache Marketing und wir machen schönes Design und dann, ob es jetzt wirklich effektiv ist, was ich da tue, ich fange erstmal an und dann holen wir uns Investorengelder und dann verkaufen wir irgendwelche überteuerten Produkte, weil wir damit eine schöne Story erzählen am Ende. Die moderne Krankheit der Zivilisation, die Marketing- und Designer-Leute. Bojan Slat, ja, also es ist schön, dass er was macht mit dem Ocean Cleanup-Projekt, aber das Problem löst er nicht. Was macht er denn? Bojan Slat hat sich gesagt, da schwimmt ja so viel Müll in den Ozeanen. Siehe den Great Pacific Garbage Patch, der große pazifische Ozean-Müllstrudel. Und dort muss man mal aufräumen. Ne, das ist so der direkte Kurzschluss, den man als 18-Jähriger ohne Ahnung von der Welt hat. Da fahren wir mal hin und räumen auf. Und wie macht man das? Man nimmt ein Schiff, man nimmt ein paar Rohre, man versucht irgendwie den Müll zu konzentrieren und dann mit irgendwelchen Schaufeln, Filtern irgendwas aus dem Wasser rauszukriegen. Und dann habe ich für Millionen Euro, wahrscheinlich Tausende Euro pro Tonne, habe ich da ein bisschen Müll eingesammelt und den schaffe ich an Land und dann werde ich den aufwendig recyceln und als überteuertes Lifestyle-Produkt für irgendwas anbieten. Das ist mehr oder weniger der Ocean Cleanup. Wahnsinnig viel durch die Presse gegangen. Oh, endlich die Jugend, jawohl, sie fängt an, das Problem zu lösen. Hurra! Unglaublich, also bei TED und allen möglichen Plattformen in den Medien durchgereicht, durch die Talkshows. Jawohl, ein Macher, der wird das Problem lösen. Das Problem ist, dass die Konzentration des Mülls im Pazifischen Ozean, ne, ich habe schon gesagt, das sind Flächen viermal so groß wie Deutschland.
Und das ist nur einer von denen. Da gibt es ja Dutzende von diesen Müllwirbeln. Und auch im ganz normalen Ozean, jetzt nicht, wo die sich im Wirbel noch ein bisschen konzentrieren, sondern auch da überall schwimmt das Zeug rum. Die 8 Millionen Tonnen sind jetzt nicht irgendwie konzentriert, dass man da hinfahren kann und die wegschaufeln, sondern da schwimmt alle 10 Meter mal ein kleines Stück Plastik. So, ne? Und sprich, an dem Punkt ist es schon so weit verteilt und so schwierig einzusammeln, dass man eigentlich sagen muss, ja, also es ist witzig, dass er was macht und es ist schön, dass die Leute da Aufmerksamkeit drauf geben, aber es ist auch völlig offensichtlich, das ist nicht die Lösung. Das ist völlig absurd, was er da tut. Die Lösung ist natürlich hier in China, wenn er da seine Rohre an den Küsten des Yangtze-Gang und des Gelben Flusses in China beziehungsweise an Nil und Niger in Afrika oder an Indus und Ganges in Indien, wenn er dort seine, den Müll auffangen würde, dann bräuchte er den nicht aufwendig einsammeln. Dann kann er mit Schaufel und Bagger hingehen und den da einsammeln, bevor er in den Fluss kommt. Und verhindert dann von vornherein, dass im Yangtze-Gang zum Beispiel 1,5 Millionen Tonnen im Jahre 2010 in den Ozean kommen, wenn er sich dahin stellt, wo der Müll produziert wird und nicht erst dahin, wo der Müll, schon so weit im Ozean verteilt ist, dass es völlig absurd ist, ihn an dieser Stelle tatsächlich irgendwie rausholen zu wollen in irgendeiner sinnvollen Art und Weise. Ja, ich will jetzt nicht sagen, das ist alles negativ. Sei einem jungen Mann verziehen, dass er die großen Stoffströme der Welt noch nicht so ganz verstanden hat und an welcher Stelle man am effektivsten eingreifen kann. Aber dass das als der Hoffnungsträger hochgejubelt wird, dass unsere Medien, Fachleute, Politiker sich auf den stützen und sagen, endlich tut mal jemand was, anstatt das Problem da zu lösen, wo es entsteht und wo es lösbar ist, nämlich an den Flüssen, wo die sich entwickelnde Millionenmetropolen in China und Asien und Afrika stehen. Ja, absurd. Schlicht absurd. Wir machen nur Gutfühlaktion, aber Problem lösen, das wird sich schon irgendwie von selber lösen. Tatsächlich löst sich das Problem von selber, das ist interessant. Plastik, die Behauptung ist, dass Plastik ewig im Ozean schwimmt, Jahrhunderte und nicht untergeht und wir werden das nie wieder loswerden, aber immer wenn Menschen sowas Absolutes verkünden, oh, Plastik ist unzerstörbar und es kann kein biologisches Wesen irgendwie anknabbern, das wird vielleicht ein bisschen kleiner, aber es bleibt immer da, dann sollten auch wieder die Alarmglocken angehen, immer wenn die Menschen so Absolutheiten verkünden, so absolut ist das nicht, gerade wenn man der Natur unterstellt, sie würde damit unmöglich klarkommen mit solchen Kunststoffabfällen. Und da gibt es auch immer wieder mal eine Veröffentlichung und interessante Studien. Und kann ich auch verlinken? Nö, ja, nicht so viel. Aber auf jeden Fall einfach mal suchen. Polyethylen. Polyethylen-Tüten durchgefressen von Wachsmotten. Die haben das gefressen, die haben das verstoffwechselt, die haben daraus CO2 und Wasser gemacht in ihrem Stoffwechsel. Also ganz normaler Kunststoff Polyethylen. Es gibt bestimmte Lebewesen, die können den durchaus aufspalten, wahrscheinlich mit einer bestimmten Mikrobiologie im Darm. Und dann ja, ist der verarbeitet und weg. Also das Lebewesen sind durchaus in der Lage, Kunststoff zu verarbeiten. Der nächste wäre Polystyrol, aufgeschäumtes Polystyrol. Da hatte sich herausgestellt, dass Mehlwürmer, ich weiß jetzt nicht genau, wie es für ein Anteil, aber also einen gehörigen Anteil in der Ernährung der Mehlwürmer hat man mit Polystyrol ersetzt. Ist man wahrscheinlich aufgefallen, weil die den Kunststoff von irgendeinem Ding angefressen haben. Mehlwürmer fressen Polystyrol, diesen Dämmstoff, also nicht pur alleine, aber wenn sie noch ein bisschen was anderes dazu kriegen, können die den ganz gut verdauen, können den zerkleinern und können den veratmen und den Stoff davon haben und es ging denen nicht schlechter als den anderen Mehlwürmern. Ein anderer Kunststoff, der offensichtlich auch durchaus biologisch angreifbar ist, noch ohne dass wir da irgendwas gemacht haben. Was gibt es noch? Es gibt eine schöne Story.
die bringe ich im zweiten Teil des Videos auch nochmal, wenn es um die Chemikalien geht. Weichmacher vom Kölner Dom. Der Kölner Dom wird bedroht, das war eine Dokumentation vor 3-4 Jahren, der Kölner Dom wird bedroht durch Pilze, die im Sandstein sich ansiedeln und sich da vermehren und dabei den Stein zerstören. Die Sandstein, die Zusammenhalt dieses Sandsteins zerstören. Und dann haben die Forscher mal geguckt, wovon ernährt sich denn dieser Pilz überhaupt? Aber vom Sandstein alleine kann er sich ja nicht ernähren. Und dann stellte sich raus, dieser Pilz, der den Kölner Dom zerstört, besteht, ernährt sich von Weichmachern. Sowas wie Phthalate, BPA, die sind ja gasförmig, also können ausgasen, kommen dann mit dem Regen runter, landen offensichtlich in der, auf dem Kölner Dom dabei. Und das ist zwar nicht viel, das sind Spuren, aber es reicht als Lebensgrundlage für diesen Pilz aus, der dann mit dieser Nahrung und dem Sandstein dann größere Schäden macht am Kölner Dom. Also von wegen so, hier die Natur könnte mit unseren künstlichen Stoffen, dem Kunststoff, überhaupt nichts anfangen, würde das nicht zersetzen. Das ist so nicht richtig. Da gibt es einiges. Ah, es gibt noch eine Story. Und zwar, die war auch mal irgendwann in einem älteren EM-Journal drin. Also eben effektive Mikroorganismen. Effektive Mikroorganismen sind ganz groß in Thailand. Dort gibt es die Saraburi Farm und diese Kyusai-Bewegung, eine Art eine religiöse Bewegung aus Japan, aber auch eine biologische Landwirtschaftsbewegung, und Teil dieser biologischen Landwirtschaftsbewegung ist EM. Sprich, EM ist in Thailand an ganz vielen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen wird es vermehrt angewandt. Also da sind Forschungsreisen hin unternommen worden von deutschen Gruppen, um das kennenzulernen, was die Thailänder alles mit EM machen. Und eine Sache, die sie gemacht haben, die Bericht da ist schon 15 Jahre her oder so, in Bangkok haben sie Müll, normalen Hausmüll, der nicht weiter großartig sortiert wurde, weil die da nicht großartige, also nicht sortieren, normalen Hausmüll, Bangkok, riesige Mülldeponie, keine Ahnung, zig LKWs am Tag, Müll abgeladen, und dann standen die daneben mit Wasser, Schläuchen mit Wasser und DM, und haben auf diesem Müllplatz gegen die Gerüche, gegen Fäulnisprozesse dort, haben sie dort Wasser und DM mit großen Wasserschläuchen haben sie das Zeug durchgefeuchtet. Haben das zusammengefahren, festgefahren, und nach wenigen Monaten, als sie das dann wieder umgesetzt haben, stellte sich raus, dass die EMs nicht nur den organischen Anteil gut verarbeitet und diese extrem Fäulnis- und Geruchsentwicklung verhindert haben auf diesem Müllplatz, sondern auch speziell die ganzen Mülltüten, Kunststofftüten und so angegriffen haben in diesem Zersetzungsprozess und beschleunigt offensichtlich diese Kunststofftüten abgebaut haben. Das Ding ist halt, die brauchen immer irgendwie einen Angriffspunkt. Bei Tüten, ne, wenn die dann schon ein bisschen mechanisch belastet, da kommen die Mikroorganismen dann schon ran und haben eine Oberfläche und können dran knabbern. Wenn man so ein massives Stück Plastik hat, wie meinen schönen Eimer hier, dann dauert es natürlich lange, bis da die Mikroorganismen oder andere Organismen vom Rand sozusagen sich da so durchgearbeitet haben. Das heißt, diese massiven Stücke Plastik sind schon recht widerstandsfähig und halten lange einer Verdauung stand, aber desto feiner und weicher das Material ist, desto eher da die Mikroorganismen rankommen, desto eher sind sie auch in der Lage, das abzubauen. ODM offensichtlich durchaus in der Lage, diesen Prozess deutlich zu beschleunigen, also um ein Vielfaches zu beschleunigen und diesen Kunststoff abzubauen. Das passiert auch in den Ozeanen. Schon gesagt, da haben wir aber auch Sonne, da haben wir Wasser, da haben wir Temperatur, Salz. Das heißt, da wird der Großteil des Kunststoffs relativ schnell zerstört, besiedelt auch. Also es schwimmt ja sowieso nicht alles. Vieles saugt sich mit Wasser voll und sinkt einfach ab. Okay, dann liegt es auf dem Ozeanboden. Nicht perfekt, aber ist erstmal nicht mehr direkt für das Seeleben, für Robben, Vögel, Fische jetzt eine Gefahr, weil die jetzt nicht aus dem Wasser fischen können. Und
Und das heißt, der erste Punkt ist, dass es zum Teil relativ schnell absinkt, zum zweiten dich relativ schnell zerkleinert und dann durchaus auch biologisch und chemisch relativ schnell abbaut, relativ eben, wie gesagt, massive Stücken eher langsamer, aber das, was sich da zerkleinern lässt, was nicht mechanisch ganz so widerständig ist, das geht doch relativ fix. Sprich, wenn wir die Quelle, das ist eigentlich das, darauf wollte ich hinaus, wenn wir die Quelle des Kunststoffmülls in Indien, in Afrika, in Asien, wenn wir die es schaffen abzuschneiden, indem wir diesen Ländern, beziehungsweise die wollen es ja selber, die sind ja nicht blöd. Was haben die denn für ein Interesse daran, da ihre Strände Meter hoch mit Kunststoffmüll zu verklappen? Das wollen die Chinesen ja nicht. Den Chinesen muss man es auch nicht beibringen, die wissen es inzwischen gut genug. Aber den anderen muss man vielleicht damit ein bisschen paar guten Ingenieuren vielleicht und entsprechend Strukturen da helfen, dieses Problem anzugehen. Und dann möglichst so, dass die lokal da noch Wertstoffkreisläufe draus schaffen können, dass die dann. Dass das nicht von außen wieder rauf subventioniert wird, was dann zusammenbricht, sobald man sich zurückzieht, sondern dass man da lokale Wertstoffkreisläufe irgendwie schafft. Müllrecycling ist ja da sowieso ein Low-Tech und ein Thema. Und das kann man da also durchaus. Das ist die Methode. Wir schneiden die Quelle ab, wo jedes Jahr 8 Millionen Tonnen dazukommen. Die Ocean Cleanup von Boyan Slat, wenn der ein paar hundert Tonnen zusammenkriegt, ist er gut. Und dann wird es, ja, vielleicht ein paar Jahre dauern, aber es wird quasi alle 5 Jahre wird sich das Material da vierteln oder so. Also es wird extrem schnell runtergehen, 20 Jahre weiter, wenn wir nicht eine großartige weitere Verschmutzung produzieren, das gestoppt haben, dann ist der Ozean auch sauber. Also das ist die Lösung. Die Quelle stoppen, den Ozean tatsächlich sauber machen, außer dass wir natürlich die Strände, da wo wir uns aufhalten und wo wir es leisten können, die Strände zu reinigen, das sollten wir natürlich tun. Und wird ja gemacht und immer mehr gemacht, aber der wesentliche Punkt ist die Quelle abschneiden. Und dann können wir noch an einzelnen Punkten, neuralgischen Punkten reinigen, aber im Wesentlichen erledigt sich das Problem davon selber und die zukünftigen Archäologen werden sich fragen, wenn sie im Meeres. Es gibt tatsächlich schon Gesteine und Meeresablagerungen und Formationen, wo man von einem Plastikkonglomerat spricht, wo plötzlich Kunststoffe sich in Sand, also in bestimmten Gesteinen schon, die am Meer entstehen bei Ablagerungen oder vielleicht am Meeresboden entstehen. Wo sich das, da werden sich die Archäologen also 10.000 Jahren fragen, was in Gottes Namen war das für eine Phase auf der Welt, wo plötzlich überall Kunststoff in die Gesteine mit abgelagert wurden, in die Sedimente, in die Flüsse, in die Seen, in die Ozeane. Eine Phase, die ein paar Jahrzehnte gedauert hat und die dann wieder vorbei gewesen ist. Da bin ich eigentlich sehr optimistisch. Desto reicher die Menschen auf der Welt werden und das werden sie weltweit, haben wir eine enorm schnelle. Gerade die Ärmsten der Armen werden enorm schnell reicher. Es gibt immer weniger Hunger. Die Zahlen der unter 2 Dollar am Tag Armen, die ist im Sturzflug begriffen. Hat sich von 2000 bis 2015 mehr als halbiert und ist weiter im Sturzflug inbegriffen. Eine riesengute Nachricht. Die Menschen werden wohlhabender und können sich jetzt dann auch mal neben dem reinen täglichen Überleben und habe ich genug zu fressen, auch mit der Frage auseinandersetzen, ob sie wirklich in einer komplett verschmutzten Umwelt leben wollen oder vielleicht auch ein bisschen Sauberkeit und Umweltschutz mit integrieren können. Sobald man ein bisschen wohlhabend ist, möchte man das und wird man das tun und das wird auch die Entwicklung auf der Erde sein. Okay, das vielleicht zu der Frage der physischen Verschmutzung der tatsächlichen Ozean- und Flüsseverschmutzung, die da wie das Problem mittelfristig gelöst werden wird. Die Ocean Cleanup von Boyan Slat ist eine schöne Werbeveranstaltung, aber wird an der Lösung des Problems jetzt nichts beitragen, wird zur Lösung des Problems nichts beitragen.
Interessant sind noch so Sachen wie, es gibt so ein paar Anwendungen von Kunststoff, wo man definitiv sagen muss, das wäre doch nicht schlecht, wenn der Kunststoff auch mal zerfällt, schneller zerfällt, sich tatsächlich biologisch beschleunigt abbaut, sodass man sagt, so wie ein Stück Papier, keine Ahnung, ein Papiertaschentuch, was man irgendwo in die Landschaft schmeißt, das ist nach einem Jahr auch vergangen und verrottet und die Regenwürmer haben es gefressen. Wie wäre es denn, wenn wir auch für einige Anwendungen Kunststoffe hätten, die das tun, die sich einfach relativ schnell zersetzen in der Natur und mit Feuchtigkeit und biologischen Lebewesen und Boden und Sonne. Und da gibt es ein paar Ansätze, wie das möglich ist. Und da einer der also das ist jetzt noch so kurz die Frage biologisch. Erstmal, was würde man biologisch zersetzbar machen? Und biologisch zersetzbar würde man, also das Erste, was mir einfällt, die Filter von Zigarettenkippen. Aus irgendeinem Grund scheinen die Raucher ja der Meinung zu sein, die können ihre Zigarettenkippen überall hinschmeißen. Und da gibt es ja diesen Filter da drin. Und das wäre eigentlich nicht schlecht, dass die Zigarette an sich ist ja schon Papier. Wenn man dann diesen Filter auch noch aus einem relativ leicht abbaubaren Material machen könnte, das wäre so eine Sache, wo ich sage, okay, dann muss man sich nicht mehr ganz so sehr ärgern, dass sie da am Strand oder sonst so immer die Zigarettenkippen liegen lassen. Wobei ich zugeben muss, nach ein paar Jahren scheinen die auch so weg zu sein, also es ist schon ein Material, was sich mit der Zeit zersetzt. Strohhalme und Strohhalmverpackungen. Also wir haben ja immer an diesen kleinen Kunststoffpackungen für Drinks oder so oder prinzipiell bei McDonald's für die Cola Strohhalme zum Trinken. Und dafür gibt es dann oft auch noch eine extra Verpackung, das ist extra nochmal in Folie eingeschweißt, damit dann eben der auch sauber ist, damit man das auch dann direkt in den Mund stecken kann und davon trinken kann. Und diese Dinger, die siehst du wirklich überall. Diese, sowohl die Strohhalme wie auch die Verpackung von den Strohhalmen, die eher noch mehr als die Strohhalme, weil die so leicht sind. Und versuchen sie die mal in der Tasche irgendwie, dann da treffen sie den Mülleimer gar nicht mit, einen Windstoß, dann sind die weg. Diese Kunststoffe wäre ein Kunststoff, wo ich sagen würde, Mensch, den sollten wir doch biologisch abbaubar machen. Also mehr biologisch abbaubar machen. Und Strohhalme, eventuell Plastikbecher, Kunststofftüten, also in Deutschland von mir aus auch, aber im Wesentlichen in den Ländern, die noch ein geringeres Müllbewusstsein haben, südeuropäische Länder, arabische Länder und so weiter, die alles in die Landschaft schmeißen. Wenn man da mal im Urlaub war, wird man das sicher bestätigen können, wie das da manchmal aussieht. Da gibt es offensichtlich ein geringes Bewusstsein dafür, Müll einfach mal so hinzuschmeißen, auch wenn es nicht im Ozean landet, landet es dann irgendwo in einem Wald oder sonst wo. Das wäre doch nicht schlecht, wenn diese Kunststofftüten sich nach einer Weile zersetzen würden. Also bestimmte Kunststoffe, bestimmte Verpackungen, die würde ich durchaus gucken, dass man da überlegt, wie kriegen wir das hin, dass die sich biologisch zersetzen. Ich habe eine Idee, da machen wir drei Videos draus. Das ist das dritte Video. Genau, das schneiden wir nachher. Schnitt. Ich habe ja schon gesagt, da müssen wir wahrscheinlich drei Teile draus machen. Das sind doch recht komplexes und großes Thema. Und das wird wahrscheinlich ein sehr langer erster Teil. Der ist jetzt vorbei. Verwertung und Einsammlung von Kunststoff. Was am Ende wahrscheinlich das Sinnvollste ist, das energetisch zu verwerten bzw. zu verbrennen. Zweiter Teil, der kommt dann in ein, zwei Wochen. Biologische Abbaubarkeit von Kunststoff. Und dritter Teil, gesundheitliche Auswirkungen. Das heißt, die Chemikalien in Kunststoff, die Plastikchemikalien. Was haben die auf den Menschen und auch auf die Natur für gesundheitliche Auswirkungen? Das sollen die drei Teile werden. Jetzt der erste Teil vorbei. Und im Prinzip bis nächste Woche. Kurze Ansage noch. Ich bin ja bald wieder in Brasilien. Ich habe hier eine brasilianische Familie und wir sind immer so Hälfte in Deutschland, Hälfte in Brasilien. Ich bin dann auch die nächsten 4 Monate mit in Brasilien.
Und werde dort auch weiterarbeiten, auch hin und wieder mal versuchen, ein Video aufzunehmen. Aber es werden weniger sein. Es wird sicherlich ein paar Wochen geben, wo es keine geben wird, weil es auch sehr schwierig ist, da die Videos zu bearbeiten bzw. überhaupt hochzuladen. Und dementsprechend wird die Frequenz der Videos, also jetzt noch zwei, drei Videos so relativ zeitnah, aber dann wird die Frequenz der Videos deutlich abnehmen im Dezember, Januar, Februar. Genau. Und in dem Sinne wünsche ich eine schöne Woche und wir sehen uns zum zweiten und dritten Teil des Kunststoffvideos wieder.